Quatschen sie einfach über Scheiße. Nee, Alter, ich bin heute das erste Mal mit Band. Und wir sind alle gespannt. Also, wir gucken uns das jetzt mal an, wie es so geworden ist. Am 1.9.2023 haben wir im Badehaus in Berlin ein für uns tatsächlich sehr legendäres Konzert gespielt. Wie wir darauf gekommen sind, tatsächlich ein Konzert mit Band zu spielen, sind wir uns gar nicht mehr so sicher. Was sicher ist: Der Planet dreht sich weiter, ein neuer Strich auf der Leinwand. Das Kind in mir lebt noch, das Kind in mir lebt noch. Und der Planet dreht sich weiter, ein neuer Strich auf der Leinwand. Das Kind in mir lebt noch, das Kind in mir lebt noch. Friss oder stirb war draußen, wir waren auf Tour mit dem Album. Wir haben im Ritterbutzke in Berlin ein Abschlusskonzert gespielt, das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und auch was Besonderes war, und hatten einfach Bock, weiter auf die Bühne zu gehen. Wir hatten einfach Bock, weiter aufzutreten. Mama hatte mal gesagt, wart mal ab, bis du Kinder hast, dann kriegst du alles wieder. Du kleiner Behinderter. Gut, nicht wortwörtlich, aber so ähnlich war's. Und ich saß auf der Straße rum, weine vom Tränengas. Mein größter Fehler war's, mit 5 Gramm Alkohol zu trinken. Ich wär inzwischen so schön verblödet wie all ihr Behinderten. Hey, Kackrolle, viel zu kleiner Fernseher hier, scheiß Schuppen, Schwarz hier, Dreckskörper. Papa will jetzt mal gucken. Also brauchten wir etwas Besonderes, und weil wir eh ein Projekt geplant haben, das sehr viel mit Liveband zu tun hat, haben wir gedacht, wäre doch eine ganz geile Idee, vielleicht ein Zusatzkonzert in Berlin zu spielen oder ein Special-Konzert zu veranstalten. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, mein Nachbar, mein Bruder, mein Hamster, meine Frau und ihr Nachbar, Gott, Satan, hier ist noch Platz für dein Karten. Wenn wir mit Band auftreten, wollten wir gerne mit Musikern arbeiten, mit denen wir schon immer gearbeitet haben. Zum Beispiel mit Woody, der bis zur Corona-Krise eigentlich immer sehr, sehr gerne im Studio vorbeigekommen ist, um uns Bass und Gitarre und dies und das einzuspielen. Ich habe Sebi wieder getroffen, der mein Klavierlehrer war, als ich 11 Jahre alt war. Da hätten wir doch schon mal einen Gitarristen und einen Pianisten gehabt. Fast eine ganze Band. Ja, Woody und Sebi haben zugesagt. Und der Drummer von Taktlos auch eine Rolle in meinem Leben spielt. Nicht nur, weil er der Drummer von Taktlos ist, sondern weil er einfach auch ein legendärer Berliner Graffiti-Sprüher ist. Was soll ich sagen? Das wäre doch ein Drummer. Also ich hatte Mach mal kennengelernt bei einem Taktlos-Konzert. Und dann hat er irgendwann gefragt, so, kannst du dir vorstellen, da Drums zu spielen? Ich habe einen Gig so, da will ich gerne mit Band machen. Und habe ich erstmal gesagt, ja, könnte ich machen natürlich. Ja. Hast du Leute dafür? Da auch gehabt so, hat Musiker gehabt, hat er mir vorgestellt. Ich kannte den Keyboarder sogar auch, ne, sehr guter Kisi. Dann hat er mir aber Termine vorgeschlagen, wo das nicht ging. Er hat gesagt, ja, muss mal gucken, habe ich keine Zeit. Dann wurde das Konzert aber verschoben. Was dann natürlich wieder gepasst hat. Und dann haben natürlich Sebi und Woody abgesagt, aber Flash hat dann zugesagt. Also hatten wir einen Drummer. Und zwar nur noch einen Drummer. Und dann stand halt die Frage so, okay, erstmal, wo machen wir das überhaupt so? Und ich spiele ab und zu im Badehaus mit The Swag Band. Die machen da mal so eine Session jeden Dienstag. Und dachte ich mir halt, okay, wir könnten die ganze Band eigentlich fragen, ob die das nicht machen wollen, ja. Zeit hatte dann Martin, der Bassist von der Swag Band. Und dann war das eigentlich schon klar für mich, funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, da war ich eigentlich ganz entspannt, wird schon gehen. Ne? Und dann war die erste Probe. Kommt da was? Nochmal? Hörst du was? Ah, lauter? Nee. Ja, jetzt leise. Ja. Ja, leise. Ja, okay, das ist cool. Ich höre. Du auch, Christoph? Ja. Ich höre. War wild. Nein. Erfahrungsgemäß wird die erste Probe dann so ein in der Woche vor dem Auftritt wird gut. Die zweite wird richtig scheiße, glaube ich, hat er gesagt.
Und dann die, irgendwie so, es gab so eine Theorie von ihm. Aber was ist dann passiert? Meine Frau dreht die Keuschheitsgürtel mit dem Geldverschluss. Ich splitte Hot 16 durch meine Blaselippen. Lass mich von Mechanikern zu dritt durch die Garage ficken. Wache auf zwischen zusammengeklappten Gartentischen. Ich bin zurück wie Rap-Videos auf Piratenschiffen. Ah, was geht ab, Bruder Rock One? Ich brauch nicht reden und mach trotzdem Posi-Star wie Tarzan. Nach 7 Jahren fehlt halt einfach die Erotik. Doch jetzt bleibt die Beziehung echt viel besser, seit du tot bist. Ich bin der smarteste, sympathischste. Auf alle Fragen als Antwort haben. Mach, frag mich nicht, der 1A-ste kommt. Klasse, starkste, mach one, die jemals krasseste. Leer, küss mir meinen blassen Arschliste. Ich hab gehört, wie egal, ich hör dem Dreck nicht zu. Ich wollte im Panzerplatt, der MPU. Das ist kein Kopf, das ist ne Folterkammer. Es tut mir leid, dass du nicht stolz warst, Mama. Lass mal, ein paar Jahre vom Mauerfall aus Ost-Berlin mit 9- und 7-jährigen Kids nach Kreuzberg ziehen. Bitte bereu das nie, dann bin ich kein Deutscher. Ich bin Kreuzberger aus Berlin. Der Wind weiß, wo lang der Mond zeigt ihm den Weg. Früher sind wir gemeinsam geflogen, Planet zu Planet. Der Wind weiß, wo lang der Mond zeigt ihm den Weg. Aber die Stadt ist aus Stein und die Stadt bleibt stehen. Wir haben dann hier Noisy Rooms gebucht an irgendeinem Tag. Da war es dann auch noch so, dass Flash und Martin, der Bassist, die bei der ersten Probe da waren, gesagt haben, wir haben eine andere Probe, wir können gar nicht. Die sind dann aber doch gekommen. Und dann haben wir es geschafft, wirklich alle Leute in einen Raum zu kriegen und haben dann eine Probe gespielt, die... Mit seinen traurigen Augen, Spiegelgesicht, das behaarte Arsch auf vor Boss, seit Jahren raus. Und ich schau vor, Hauptsache Frauchen zu Hause, krieg per Kreditkarte, was worauf die Nachbarin boss. Aufwachen, Kopf fällt, mach deinen Job. Also, war geil. Der kleine Gaffer-Tape, ne Flasche Chlor und zwei Spaten. Ich pump den Polizeifunk zum Einschlafen. Also, wir haben uns todes abgefeiert danach. Also für mich war natürlich aus Musikersicht, ne, wie ist die Performance von den Künstlern, wie fit sind die mit einer Band auch, wenn du immer gewohnt bist, mit Plattenspieler aufzutreten. So. Das Ding läuft starr so und eine Band kann immer eingreifen. So. Und das lief dann schon ganz okay, dann war ich auch entspannt, dachte, das wird schon, ist cool. Klar, hat man halt gedacht, so, okay, dann machen wir noch ein paar Proben und dann wird es mega. Dann gab es die nächste Probe. Was theoretisch auch gereicht hätte, wenn alle da gewesen wären. Und... alle haben zugesagt erstmal. Die konnten alle nicht. Der eine war auf Tour, der andere war im Studio, der andere war beschäftigt, alle waren beschäftigt so. Das war's an Proben. Das war erstmal das. Also wir sind uns heute alle einig, dass wir noch nie so viel Aufwand, Planung und Liebe in einen Auftritt gesteckt haben. Es ist auch noch nie vorgekommen, dass wir uns Gedanken über das Bühnenbild gemacht haben, tatsächlich. Also zumindest nicht in der Form. Bernd kam dann auf einmal mit so Referenzen für Bühnenbilder um die Ecke mit bestimmten Lichtstimmungen und so weiter und so fort. Darüber hatten wir uns noch nie Gedanken gemacht. Holger, weißt du, wie man das Licht anmacht? Okay. Wir haben einen Termin im Badehaus gemacht, haben uns die Bühne angeguckt. Pern hat den kompletten Raum vermessen. Sie ist Architektin für Ausstellungsdesign und sie hat einfach mit irgendeinem Laserpiepgerät den ganzen Raum vermessen und hat uns später ein komplettes 3D-Modell davon gebaut. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Einen befreundeten Lichtplaner, Henning Schletter, um Rat gefragt. Henning war vor relativ kurzer Zeit Teil des Teams, das eine Installation im Berghain für Ian Cheng gemacht hat. Und da wurde mit Michael Sollinger zusammen eine Laserinstallation gebaut. Und der hat uns die Laser aus dem Berghain zur Verfügung gestellt. Ist sogar selbst vorbeigekommen und hat die Dinger mit ihm installiert. Wow. Wo ist mein Handy? Irgendwer muss mir doch helfen. Nein, das sind die Tasten, aber wo kommt da das Geld rein? Verdammte Drogen, ich muss endlich damit aufhören. Aber so wie ich mich kenne, schaffe ich es nicht mehr bis zum Abturn. So, kontrolliert die Flaschen in die Luft für den Sohn. Heute wird gefeiert, heute tanzen wir. So, hier völlig ungehemmt und locker durch den Sohn. Kontrolliert die Flaschen in die Luft für den Sohn.
parallel dazu haben Bernd und ich versucht, irgendwie aus diesem schlafenden Potenzial was zu machen. Bernd hat eine Printseite gebaut für Artprints, die Bodennummer.de-Seite. Wir brauchten aber Fotos dafür und wir brauchten gerade für die Printseite Fotos, die vielleicht nicht unbedingt so nach Rapper-Hip-Hop aussehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr stabilen Künstler vermitteln. Und haben Fotostudio gebucht und sind dann in dieses Studio gegangen, haben Fotos gemacht. Und was da am Ende bei rauskam, war verdammt gut. Für mich persönlich ist es so, dass ich viele Fotos von mir gesehen habe, aber die Fotos haben so viel mehr von mir gezeigt als alle Fotos vorher. Das hat mich tatsächlich einfach mal als der Künstler gezeigt, der ich bin. Und dieses Fotoshooting war tatsächlich dadurch, dass wir das selbst gemacht haben und versucht haben, einfach nur darzustellen, was wir fühlen und sehen, war es das, was es tatsächlich ist und sein kann. Und nicht das, was da aufgedrückt wird von außen. Und das war ein Schlüsselmoment, der uns klar gemacht hat, wenn wir jetzt dieses Konzert spielen, müssen wir das auch so darstellen. Mal überlegen oder erstmal überlegen, wie das Überlegen überhaupt geht. Geht das überhaupt nicht? Also sowieso, dass das Ding dann im Badehaus stattgefunden hat, hat mir natürlich gut in die Karten gespielt. Ein Laden, der einen guten Sound hat auf jeden Fall. Wenn du da einen fähigen Tonmann hinstellst, so, und den kenne ich auch schon seit über 20 Jahren, Jochen Ströhl, den kannst du in die Wüste stellen mit irgendeinem Pult und der macht den guten Sound. Der war dann auch dabei, dann war für mich auch okay, safe, Sound ist gut. Ja, und dann kann man da ein bisschen ablallern und ein bisschen rumklopfen und dann geht das richtig ab. Ja. So. Heute wird gefeiert, heute tanzt wir. So. Hier völlig ungehemmt und locker durch den Mund. Komm, du siehst die Flasche in die Luft. Ihr habt keine Beweise. Abgesehen von der Planung der Stimmung, des Bühnenbilds, haben wir uns auch einiges an den Kopf gemacht, was so die Dramaturgie und den Ablauf des Konzerts angeht. Und hatten die Idee, den Anfang des Konzerts hinter einem, naja, mehr oder weniger durchsichtigen Vorhang zu spielen. Natürlich gab es auch dafür keine richtige Vorrichtung. Und ich wollte das da so reinflechten. Und dann dachte ich, wenn man an beiden Seiten zieht. Verarsch mich doch, oder ich hab gesoffen, okay, aber ich bin kein. So, kommt und hebt die Flaschen in die Luft für den Song. Heute wird gefeiert, heute tanzen wir im Song. Schon gehemmt und locker durch den Sohn. Kommt und hebt die Flaschen in die Luft für den Sohn. Kommt und hebt die Flaschen in die Luft für den Sohn. Heute wird gefeiert, heute tanzt wir im Sohn. Hier fällt schon gehemmt und locker durch den Sohn. Kommt und hebt die Flaschen in die Luft für den Sohn. Am Tag des Konzerts im Badehaus. Wir hatten einen sehr, sehr engen Zeitplan. War so eine Allround-Nervosität, weil natürlich um 18 Uhr musste dieser Vorhang aufgehängt werden. Und also da wurde sich sehr viel Kopf gemacht, pass auf, wo du dein Schlagzeug hinstellst und verbrennst deinen Rücken und so. Ich so, okay, Angst, weißt du. Tatsächlich war es dann so, dass wir zum Soundcheck auf der Bühne standen und im Grunde der Soundcheck unsere zweite richtige Probe war. Und die andere? Sauber. Dann musste ich aufhören, den Soundcheck zu machen und ein Haufen Leute kamen und ich war auf einer Leiter, völlig im Stress. Akte kam in dem Moment noch, ich habe geschwitzt, ich habe gekotzt, ich habe einen hochroten Kopf gehabt, die Angelsehne hat sich verknotet und so weiter und so fort. Ich habe diesen Vorhang dahin gehängt. Währenddessen hat die Band auf der Bühne gestanden und weitergeprobt. Ich habe das zwar alles irgendwie gehört und mitbekommen, aber ich war mit diesem verdammten Vorhang beschäftigt. Akte 1, TLP, yeah. Ich zeig's auf den Kacktrack. Ich komm vorbei und zieh nen Akte übern Machttag. Die letzten, das Ding Metall, ihr lass doch du verkacken. Scheiß auf die Session, heute treib ich meinen Bruder ab. Whoa. Weg mit ihm. Was denkt er, wer ist er? Der ist hängen geblieben. Hey. Und ich schütz ihn noch vom Richter. Wichser, ich war immer nur für dich da. Ich hoffe echt, du kriegst auch mal nen Stich ab. Fick mach. Der Vorhang hing,
Wir hatten anderthalb Mal geprobt. Ich war im Backstage, musste allen möglichen Leuten Hallo sagen, habe dann irgendwie mir so ein bisschen meinen Freiraum erkämpft, weil ich unfassbar gestresst war. Habe dann darum gebeten, dass wir die Setlist bekommen. Ich habe mich dann hingesetzt, bin meine Texte im Kopf nochmal durchgegangen und so weiter und so fort. Habe angefangen, darüber nachzudenken, was machen wir hier eigentlich? Und mir ist eingefallen, okay, wir haben einen Haufen professionelle Musiker. Wir haben anderthalb Mal geprobt. Ich weiß auch nicht genau, wie, aber original eine Minute vor dem Auftritt hat sich in mir eine Ruhe eingestellt. Und ich habe gedacht, okay, ich glaube, wir kriegen es hin. Fans, ja. Oh. Okay, pass auf. Da dich meine Geschichte interessiert, teile ich meine Geschichte mit dir. Und seit 2006 sind drei Stiche auch ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Es ist nicht mal Sonnenaufgang, 4 Uhr, es klingelt bei mir und einer von denen, die das damals waren, steht vor der Tür und fragt, war Problembezirk für uns? Hast du da versucht, uns zu verstehen? Hilf mir bitte zu verstehen, warum? Ich wurde Lügner genannt, ich hab ja versucht, ihm zu helfen. Wenn ich in dieser Sache lüge, dann belüge ich mich selbst. Frage nach meinen Fehlern, ist das was Problembezirk mit Wunden? Warum will ich ein Mensch, den ein anderer Mensch ermorden will? Du willst mich töten, dann musst du mich also hassen. Sah damals gar nicht danach raus auf der Warschauer Straße. Da kam die U-Bahnfahrt und das Telefon hat mit Schädi kurz vorm Auflegen. Meint er noch, wir treffen uns am Schlesi, okay? Komm, wir treffen uns am Schlesi. Ich schmeiß ne Runde am Späti. Wir haben uns noch nie gesehen und ich verschenke mein Herz, bevor die Sonne aufgeht. Oh, komm, wir treffen uns am Schlesi. Ich schmeiß ne Runde am Späti. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich schenke dir mein Herz, bevor die Sonne aufgeht. Oh. Okay. Ich verstehe euch, echt, ich verstehe eure Reaktion. Der hat gesagt, ich komm und fick euch jetzt und jeder ist ein Hurensohn. Ich hätte auch so reagiert, ihr habt nichts falsch gemacht, aber ihr hättet mich fast kalt gemacht. Ich weiß, ihr glaubt mir nicht, aber ich habe das nie gesagt. Und was ihr über mich gehört habt, die Legende dieser Macht, als vieles war, aber wie es war und wie es dazu kam, habt ihr mich nie gefragt. Wieso habt ihr mich nie gefragt? Es war, wie es war, und jetzt ist so. Ich würde gern sagen, ist egal, aber mich lässt nicht los. Ich glaube, wir alle denken manchmal über damals nach. Und manchmal hasse ich euch und sicher Hass ihr macht manchmal. Ja, wir hatten's echt nicht leicht, ich weiß es. Aber musste das echt sein? Ich weiß nicht, ob wir es nun wollen oder nicht. Ihr seid Teil meiner Geschichte, ich bin Teil eurer Geschichte, okay. Ich liege bewusstlos im Dreck, dem Gesicht nach unten. Und dann kriege ich nach einem Stich in den Hals auch noch zwei Stiche in die Lunge. Zwei Stiche in die Lunge. Wir treffen uns am Späti. Ich schmeiß eine Runde am Späti. Ich habe uns noch nie gesehen. Ich schenke dir mein Herz, bevor die Sonne aufgeht. Oh, doch wir treffen uns am Späti. Ich schmeiß eine Runde am Späti. Wir haben uns noch nie gesehen und ich verschenke mein Herz, bevor die Sonne aufgeht. Komm, wir treffen uns am Schlesi. Ich schmeiß ne Runde am Späti. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich schenke dir mein Herz, bevor die Sonne aufgeht. Komm, wir treffen uns am Schlesi. Ich schmeiß ne Runde am Späti. Wir haben dich noch nie gesehen und ich verschenke mir mein Herz, bevor die Sonne aufgeht.
wir haben es geschafft. Jeder kam an und hat gesagt, wow, was für ein Konzert. Ganz ehrlich, ich konnte das in diesem Moment überhaupt nicht realisieren, weil für mich war es einfach nur, fuck, wir haben es geschafft. Und was mir oder uns, glaube ich, da nochmal klar geworden ist, ist, wenn wir unter diesen Umständen so ein krasses Ding hinprügeln, wie viel größer könnte das sein,